Auch wenn der Titel nach einem billigen Heftroman klingt, Arizona Cold ist alles andere als Dutzendfahre vom Krabbeltisch. Der Italo-Western gehört zur gehobenen Mittelklasse des Genres und besticht neben seinem Humor mit deutlicher Brutalität. Sehenswert? Das klären wir hier in unserer Review. Der Falschspieler und Glücksritter Arizona Cold wird bei einem Überfall auf ein Gefängnis in Mexiko durch die Bande von Gordon Watch befreit. Der Desperado will durch die Häftlinge seine Bande verstärken, doch Arizona Cold hat wenig Lust dazu, was ihm nicht gerade die Freundschaft des brutalen Gangsters einbringt. Watch plant, die Bank in dem Grenzstädtchen Blackstone Hill auszurauben. Deshalb schickt er seinen Vize Clay als Spion in den Ort. Der hatte zuvor schon ein Sträußchen mit Arizona auszufechten, dem er nun wieder begegnet. Doch Arizona verrät ihn nicht. Er kocht sein eigenes Süppchen. Nach einem Schäferstündchen mit Dolores, einer Tochter des Saloonbesitzers, erkennt diese allerdings anhand einer Bandentätowierung Clays Herkunft, was zu einem finalen Ende des Liebesakts führt. Beim wenig später erfolgenden Banküberfall wird Clay von den Bürgern als Mörder wiedererkannt. Arizona will sich nun als Kopfgeldjäger verdingen, fordert aber neben der Prämie auch eine Liebesnacht mit der Schwester des Ermordeten, Jane. Moral hin und Amoral her, trotz heftigen Nasenrümpfens stimmen alle Beteiligten dem Deal zu. Arizona kann zwar Clay erledigen, wird aber von Gordon Watch in Hände und Beine geschossen. Schwer verletzt bleibt er liegen. Doch das mittlerweile von Bedenken geplagte Bandenmitglied Whiskey rettet und fliegt ihn für das Showdown gesund. Wie sich an dieser knappen Inhaltsangabe schon erkennen lässt, passiert in Arizona Cold für ein Italo-Western eine ganze Menge. Die Drehbuchautoren Luciano Martino und vor allem Ernesto Gastaldi konnten sich in diesem Streifen so richtig austoben und die Klischees des Genres kräftig auswalzen und variieren. Dabei kommt der Film trotz einer eher leichten Tonart mit vielen witzigen Sprüchen und Einfällen selbst für das Genre erstaunlich brutal daher. Die Überfälle der Bande werden zu regelrechten Massakern, Folter und Prügeleien werden kräftig ausgekostet. Und Verletzungen sind nicht einfach nur rote Flecke, sondern sehen mit ausgezahnten Wundränden fies realistisch aus. Man merkt, dass diese italienisch-französische Koproduktion ein höheres Budget hatte als die große Masse der Italo-Western, wofür auch schon die ungewöhnliche Laufzeit von fast 2 Stunden spricht. Man könnte einwenden, der Film wandere etwas unentschlossen auf dem Grat zwischen Komödie und harter Westernkost. Doch eigentlich macht das nicht, solange der Streifen Spaß macht. In der Tat hatte der bereits 1989 mit nur 56 Jahren viel zu früh verstorbene Regisseur Michel Lupo seine größten Erfolge mit Komödien. Etwa mit der gelungenen Western-Parodie Ben und Charlie, in der 1972 ebenfalls Guillermo Gemma neben Man-Eater George Eastman zu sehen ist. Vor allem aber auch mit den 5 Bud Spencer-Kloppern, wie sie nannten ihn Mücke, der Große mit seinem außerirdischen Kleinen oder Eine Faust geht nach Westen. Lupos bester Western ist mit Ansicht nach allerdings ein ziemlich düsterer Vertreter aus der Endphase des Genres. Der Mann aus Virginia von 1977, erneut mit Gemma, zeichnet ein hoffnungslos morbides Bild der USA kurz nach dem Bürgerkrieg. Lupo war einer der solidesten Handwerker des italienischen Kinos. Sicher kein Meisterregisseur wie Sergio Leone und wohl auch nicht so ambitioniert wie Sergio Corbucci in seinen besten Filmen oder Lucio Fulci. Aber wo Lupo Regie führte, darf man sich als Zuschauer in jedem Fall über gelungene Unterhaltung freuen. So auch in Arizona Cold. Der Film enthält alles, was einen guten Italo-Western auszeichnet. Auf der visuellen Ebene sind dies natürlich in erster Linie die fantastischen Landschaften rund um das spanische Almeria, die von Kameramann Guglielmo Mangori sehr schön eingefangen werden. Überhaupt ist die gesamte Bildgestaltung von Arizona Cold sehenswert. Viele Gesichter in Großaufnahmen, Szenen, die nur durch Blicke bestimmt werden, Tableaus mit Deals im Vordergrund, während sich im Hintergrund des Bildes der Raum entfaltet, oft von akkurat im Raum gestaffelten Gestalten fast plastisch definiert. Viel Wert wurde auch auf die Kostüme gelegt, wie etwa die knallrote Fantasieuniformjacke Gordon Watts oder die bunte Spielerweste, die der Held am Anfang trägt, bevor er mit Clay die Kleidung wechselt. Wobei es bei diesem Klamottentausch zu einem der vielen ironischen Verweise kommt, wenn sich der Held in hellblauer und der Bösewicht in rosafarbener Unterwäsche gegenüberstehen. Verweise auf andere Genre-Ikonen finden sich haufenweise. Wenn das Massaker in Blackstone Hill beginnt, hebt sich die Abdeckung eines Planwagens und offenbart eine Gruppe wildschießender Banditen, was deutlich an den Beginn für eine Handvoll Dollar erinnert. Auch eine goldene Taschenuhr spielt eine Rolle, immer wieder gern benutztes Requisit. Hier dient sie dazu, die sadistische Note von Gordon Watch zu illustrieren, dessen Name sich nicht von ungefähr auf diese Uhr bezieht. Die hatte seinem Vater gehört. Und als der ihm sagte, Gordon würde sie erhalten, wenn er gestorben sei,
hatte das Prunkstück 5 Sekunden später den Besitzer gewechselt. Arizonas Figur erinnert stark an den ebenfalls von Gemma kreierten Ringo-Charakter in Eine Pistole für Ringo. Arizona Colt bietet also verlässliche Genre-Standards und geht noch darüber hinaus. Das gilt insbesondere auch für die übliche Passionsgeschichte des Helden. Die wird hier noch einmal besonders zelebriert, wenn Watch Arizona in Hände und Beine schießt, was an die Stigmata von Jesus erinnert. Hier zeigt der Italo-Western einmal mehr seine katholischen Wurzeln. Der Held wird gekreuzigt und erlebt danach seine Auferstehung, passenderweise in einer Kirchenruine. Auch das Finale beim Sargtischler bietet spektakuläre Kulissen, die aus einem Horrorfilm stammen könnten. Und es zeigt sich einmal mehr, dass die italienischen Ausstatter des Englischen nicht mächtig waren. Hier steht auf einem Sargdeckel doch der Name John, geschrieben J-H-O-N. Giuliano Gemma war nie geschaffen für den Part des leichtfüßigen Glücksritters, der gerne auch mal einen lockeren Spruch auf den Lippen hatte. Sein blendendes Aussehen trug ihn auch den Spitznamen Angel Face ein. Er war einer der akrobatischsten Darsteller des italienischen Kinos. Ursprünglich Stuntman, arbeitete er sich zunächst mit einigen Sandalenfilmen und dann eben mit Western zum Starruhm hoch. In den frühen Filmen, die sich noch stark an den US-Western orientierten, gab er meist den edlen Helden mit sauberer Seele und eben solchen Klamotten. Im Vergleich etwa mit einem Django von Franz Nero kam er mir immer vor wie ein italienischer Audie Murphy. Doch daneben entwickelt er das Spektrum früh mit etwas düsteren Charakteren. Schon in dem vermeintlichen Ringo-Sequel Ringo kommt zurück, wie der Vorgänger von 1965, der eigentlich eine Italo-Western-Version von Der Rückkehr des Odysseus ist, wirkt er um einiges desillusionierter. In späteren Rollen, wie dem erwähnten Der Mann aus Virginia oder auch Lucio Fulcis Silbersattel, verstärkte sich das. Als schauspielerisches Schwergewicht erwies er sich spätestens 1976 mit dem Drama Die Tatarenwüste und auch 1982 mit Dario Argentos Tenebrae. Später, als das italienische Kino in Agonie verfiel, arbeitete er verstärkt fürs Fernsehen, aber auch als durchaus anerkannter Bildhauer. Er starb 2013 bei einem Autounfall. Für den athletischen ehemaligen Stuntman ein besonders tragischer Tod. Ein Schwergewicht ganz anderer Art ist Fernando Sancho. Der völlige Spanier war der Inbegriff des mexikanischen Banditen, auch wenn er eigentlich als humorvoller Sidekick des Helden besetzt wurde. Mit ähnlichen Rollen ist er gefühlt fast in jedem zweiten Italo-Western zu sehen. In Arizona Colt geht er den zynisch-sadistischen Schurken mit ganz besonderer Inbrust, was ihm vermutlich viel Spaß gemacht haben dürfte. Etliche weitere aus dem Italo-Western bekannte Gesichter sind in den Nebenrollen zu sehen. Insbesondere Roberto Camadiel als türkischer Whisky, im Original sinnvollerweise Doppelwhisky, sorgt für gute Laune und auch Nello Pazzafani als trotteliger Kay ist immer wieder gern zu sehen. Für extreme Trash-Fans vielleicht interessant, in einigen Szenen ist der Stuntman Giovanni Scascifolio als Cowboy zu sehen. Unter dem Pseudonym Jeff Cameron gab er etwas später in etlichen Italo-Western des Trash-Regisseurs Demofilo Fidani die Hauptrolle. Wohlgemerkt, er gab sie nie, von Schauspielern konnte dabei nicht die Rede sein. Einige der wichtigsten Zutaten zu einem guten Western-Spaghetti-Gericht ist natürlich die Filmmusik. Die stammt bei Arizona Colt von Francesco De Masi. Nach Ennio Morricone ist er wohl wichtigste Protagonist des italienischen Genre-Kinos. Allerdings war De Masi stärker als Morricone von amerikanischen Vorbildern beeinflusst. Dennoch hat er etliche ausgezeichnete genretypische Scores komponiert. Am bekanntesten ist er wohl für die Musik von McCarthy, Der Wolf mit Chuck Norris oder der eingängigen Five-Melodie. In Arizona Colt bietet er ebenfalls angenehm zu hörende Genrekost, die sich stark darum bemüht, die jeweiligen Filmszenen inhaltlich zu unterstreichen. Mitunter fällt diese Spaghetti-Soße aber doch etwas zu dick aus. Unser Fazit zu Arizona Colt. Mit Michel Lupus Arizona Colt liegt ein durchaus sehenswerter Italo-Western in einer hervorragenden Veröffentlichung vor. Der Film bietet alles, was einen guten Italo-Western der gehobenen Mittelklasse auszeichnet. Er zeigt einen moralisch ambivalenten Helden und auserlesene Brutalitäten, mildert diese aber sogleich mit einer gewissen Leichtigkeit sowie vielen humorvollen Szenen und Sprüchen auf. Der Text des Booklets von Leonard Elias Lemke ist informativ, hätte aber nochmal gegengelesen werden sollen. Etliche Druckfehler stören und die Verwechslung von Satana mit Sabata an einer Stelle ist ärgerlich. Also Leonhard, unser Autor Andreas ist bei zukünftigen Texten gerne bereit, Korrektur zu lesen, sogar kostenfrei, weil, so sagt er, so etwas im Auge des Redakteurs einfach wehtut. Ansonsten ist das Mediabook von Explosive Media einmal wieder eine rundum gelungene Sache, mit nur wenigen wohl unvermeidlichen Bildfehlern beim abschließenden Massaker. Einen kleinen ersten Einblick bietet das Unboxing-Video hier auf unserem YouTube-Kanal. Der Film selbst ist für Fans des Italo-Western eigentlich ein Muss. Wer noch keine große Berührung mit diesem Genre hatte, darf aber auch gerne einen Blick riskieren.
Arizona Cold ist als Mediabook mit jeweils einer Blu-ray und DVD am 10. November 2022 erschienen. Es gibt zwei Cover-Varianten und das Bonusmaterial enthält neben dem deutschsprachigen Audiokommentar auch ein etwa 45-minütiges Interview mit dem Drehbuchautor Ernesto Gastaldi. Und wir geben für Arizona Cold 3,5 von 5 möglichen Toastscheiben.